Mit dem heutigen Video möchte ich mich mal wieder mit zwei Situationen beschäftigen, die man mittlerweile fast Standard nennen könnte. Einfach deshalb, weil diese Art von Zügen früher oder später in jeder Halle in einem Boulder auftaucht. Da geht es einmal um einen Volumenschieber, bei dem man sich den Körperschwerpunkt an einem Volumen vorbeischieben muss, um zum nächsten Griff zu kommen. Und zum anderen um einen dynamischen Seitwärtskipper, bei dem die Schwierigkeit ist, den dabei auftretenden Schwung abzufangen. Der kriegt dann auch so eine leicht koordinative Komponente. Wenn man dabei weiß, was man tun muss, sind diese Züge gar nicht so schwer. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, auf was du achten musst, damit auch du das hinbekommst. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von grundkursbohnen.de. Bevor wir ins Thema reinstarten, möchte ich mich noch schnell bei Christoph bedanken, der mich auf die Idee für dieses Video gebracht hat. Der hat mich nämlich angeschrieben und nach Tipps für zwei Bowler gefragt, mit denen er Probleme hat, hat er gleich noch Material mitgeschickt und das werde ich heute hiermit verarbeiten. Ich habe die beiden Bowler, die ihm Schwierigkeiten bereiten, natürlich nicht selbst klettern können und habe deswegen jetzt auch kein Material, in dem ich genau die Lösung für diese Bowler zeige. Aber bei uns in der Halle gibt es aktuell zwei Bowler, die eine ganz ähnliche Grundidee haben, an denen man exemplarisch zeigen kann, wie die Lösung funktionieren könnte. Okay, fangen wir mit dem ersten Bowler an, das ist der Volumenschieber. Christoph hat mir kein Material geschickt, auf dem man den Bowler mal in Gänze sehen würde, sondern nur von den Sequenzen, die ihm schwer gefallen sind. Es handelt sich hier aber um den lilanen Bowler, also mit dem lilanen Startgriff und den lilanen dritten. Dazu gehören aber auch die gelben Volumen. Die Idee ist nun, dass man sich erstmal tief unter den Startgriff hängt, anschließend die beiden Volumen greift, die direkt darüber hängen, sich an denen vorbeischiebt, um dann am Ende wahrscheinlich in das gelbe Volumen zu kommen, das am oberen Bildschirmrand zu sehen ist. Schauen wir uns mal an, was bei Christoph passiert. Er hängt sich eingedreht unter den Startgriff, positioniert seinen Körper und fasst jetzt mit der linken Hand nach oben. Und offensichtlich kann er das Volumen nur schlecht halten und verliert hier dann die Füße. Nächster Versuch. Zieht nach oben, hält den Griff und kann jetzt die Füße scheinbar nicht halten. In den weiteren Versuchen scheint Christoph Probleme zu haben, die Spannung aufrechtzuerhalten. Er verliert entweder die Hände oder die Füße und hat Schwierigkeiten, das Volumen zu halten. Er versucht es dann mit verschiedenen Körperpositionen, ändert zum Beispiel mal die Konstellation der Tritte, die er nutzt, oder greift mit der anderen Hand nach oben, aber er findet keine Lösung, die für ihn gut funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal einen Bowler an, der so ähnlich funktioniert. Das ist ein Bowler aus unserer Halle, den ich jetzt hier vormache. Das ist der schwarze Bowler. Und auch hier ist es so, dass man nach dem Start erstmal das Volumen greift, sich daran vorbeischiebt und dann in den Stütz geht. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wo die Unterschiede zwischen dem, was Christoph macht und dem, was ich mache, liegen. Der erste Punkt, der meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass Christoph tief startet und dabei seitlich eingedreht ist. Das ist zwar grundsätzlich eine gute Möglichkeit, um nah an die Wand zu kommen, aber im Verlauf der Bewegung wird es dann zum Nachteil, weil dieses seitliche Eingedrehtsein dafür sorgt, dass die Hüfte so immer so ein bisschen aus der Wand rausgeschoben wird vom Bein, was nah an der Wand dran ist. Ich hingegen starte frontal mit einer geöffneten Hüfte und habe dadurch im Verlauf der Bewegung die Möglichkeit, meine Hüfte immer näher an die Wand zu bringen. Und das ist bei diesem Schieberproblem, bei dem man ja von dem Volumen, an dem man sich vorbeischieben möchte, quasi aus der Wand gedrängt wird, sehr wichtig. Denn wenn es da nicht gelingt, den Körperschwerpunkt wirklich nah an der Wand zu halten, dann kippt man einfach raus. Es gibt ein paar Versuche, die Christoph aus einer anderen Perspektive gefilmt hat, bei der man dann sieht, dass er nach dem Startzug tatsächlich die Hüfte aufmacht und versucht, seinen Körper näher an die Wand zu bringen. Und da waren seine Chancen schon recht gut. Wäre da nicht Punkt 2 gewesen. Christoph rutscht in vielen Versuchen von seinem Tritt ab. Das ist eine Sache, die mir nicht passiert. Das liegt aber nicht daran, dass ich den besseren Schuh habe oder mein Tritt weniger rutschig ist oder größer oder besser oder sonst irgendwas, sondern einfach daran, dass ich aktiv Spannung und Druck auf den Fuß bringe, weil ich weiß, dass der abrutschen würde, wenn ich mich unkontrolliert weiterschiebe. Deswegen versteife ich mein Sprunggelenk, mein Knie und versuche die ganze Zeit während der Bewegung irgendwie wirklich auf diesen Fuß zu drücken, um den richtig auf den Tritt zu pressen. Und damit kommen wir dann zum dritten wichtigen Punkt und das ist die andere Handposition. Wenn man bei Christoph mal schaut, dann sieht man, dass er das Volumen greift, als wäre es ein normaler Griff. Das kann er grundsätzlich machen, solange er drunter hängt. In dem Moment, wo er sich aber nach oben zieht und dann versucht, an dem Volumen vorbeizukommen, wird das dafür sorgen, dass sein Körper immer mehr aus der Wand rausdrängt und er dann irgendwann einfach den Halt verliert. Was ich mache ist, die Hand seitlich zu drehen, so dass die Außenseite der Hand parallel zur Wand liegt und schiebe mich so an dem Volumen vorbei. Das hat zwei Vorteile. Einerseits kann ich mich so ans Volumen ranziehen tatsächlich und andererseits fällt es mir so leichter, meine Hand vor dem Körper vorbeizuführen und gleichzeitig nah am Volumen zu bleiben. Jetzt schiebe ich die Hand so weit am Körper vorbei, bis ich irgendwann das Gefühl habe, in einer halbwegs stabilen Position zu sein, um die linke Hand dazu zu holen. Und wenn ihr mal schaut, wie weit ich hier komme,
Das wäre, wenn ich die Hand anders gedreht habe, nicht möglich. Ich denke, wenn Christoph diese drei kleinen Änderungen macht, also die Hüfte öffnet, während er sich vorbeischiebt, den Druck die ganze Zeit aufrechterhält und die schiebende Hand mit der Handaußenseite zur Wand dreht, dass es ihm dann gelingt, diese Bewegung zu machen. Okay, dann kommen wir zum zweiten Boulder und das ist der dynamische Seitwärtskipper mit Koordinationsanteil. Schauen wir uns einfach mal an. Das ist der weiße Boulder hier. Rechts seht ihr die Startgriffe, dann kommt eine ganze Weile nichts und dann ist links ein Griff, den man fangen muss nach dem Kippen. Und für die Füße gibt es so eine Autobahn aus Sintern. Die Idee ist hier, dass man sich erstmal breit aufstellt mit den Füßen, damit ein bisschen Schwung vom Startgriff weggeht und den Griff, der ungefähr mittig im Bild ist, dann fängt. Und das macht Christoph auch. Das Problem ist allerdings, dass der Griff weiter außen liegt als sein Standbein und dass er durch diese dynamische Bewegung so viel Schwung aufgebaut hat, dass es ihn einfach aus der Wand rausdreht. Er versucht auch hier jetzt verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem, kommt aber nicht viel weiter. Er erreicht immer diesen Griff und dreht dann aus der Wand raus. Das Problem ist nicht, dass er was grundsätzlich falsch machen würde, ihm fehlt einfach nur ein kleiner Kniff, um den Schwung abzufangen. Und wie das funktioniert, können wir mal an dem Boulder sehen, den ich bei uns in der Halle gefilmt habe. Das ist der schwarzgriffige hier. Da sieht man auch einen ziemlich großen Abstand zwischen dem Startgriff und dem nächsten Griff. Dann muss man hier Schwung aufbauen, springen. Dann fängt man den Griff und dreht so ein bisschen aus der Wand raus. Und meine Lösung hier ist jetzt, sofort in dem Moment, in dem ich den Griff erreiche, die Füße zu tauschen und das rechte Bein schnell weit nach rechts auszustellen und gegen die Wand zu schlagen. Dieses Bein dient mir dann als Stopper. Das erlaubt es mir, meinen Körperschwerpunkt noch weiter nach rechts zu verlagern, ohne in eine instabile Position zu kommen und dann den Schwung mit dem rechten Bein gegen die Wand abzustoppen. Mache ich diesen Fußwechsel nicht oder nicht schnell genug, dann passiert das, was auch Christoph passiert ist, mich dreht es einfach aus der Wand raus, ohne dass ich den Schwung bremsen könnte. Was wichtig ist, damit das wirklich funktioniert, ist, dass man während des dynamischen Zugs wirklich nah in die Wand reinkommt und auch in dem Moment, in dem man den nächsten Griff erreicht, immer noch nah an der Wand ist. Klappt das, geht die Tür nicht ganz so schnell auf, wie es der Fall wäre, wenn man schon mit dem Körper aus der Wand raushängt. Man hat also mehr Zeit, die Füße zu wechseln, wie es ja hier auch der Fall ist. Ich mache das ja nicht wahnsinnig schnell und dementsprechend dann auch mehr Zeit, um den Fuß gegen die Wand zu bringen und das Ganze zu stoppen. Und tatsächlich ist Christoph während seiner Versuche auch irgendwann auf die Idee gekommen, dass der Fußwechsel hilfreich sein könnte. Und er hat das Ganze sogar dann fast geschafft. Hier sieht man, dass er mit seinem linken Bein, dass das stoppende Bein ist, den Sinter sogar erwischt. Klappt hat es deshalb nicht, weil sein Körper hier einerseits schon sehr weit aus der Wand raus ist, das heißt, er ist schon in dieser Rauskippbewegung, und andererseits, weil der Sinter sich zwar als Tritt anbietet, weil er einfach eine große Trittfläche hat, in die man dann Druck reinbringen kann, aber gleichzeitig Griff und Tritt fast auf einer vertikalen Achse liegen. Das ist dann eine Drehachse, was es wieder schwerer macht, den Schwung zu stoppen. Besser wäre es für Christoph deshalb, den Fuß noch weiter rauszustellen, diesen Sinter, diesen Tritt zu ignorieren und tatsächlich die Wand zu nutzen, um den Schwung abzufangen. Also einfach den Fuß weiter außen gegen die Wand zu, ja, eigentlich zu hämmern. Okay, das wäre die Lösung für diesen Zug gewesen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wenn ihr sowas machen wollt, achtet darauf, dass ihr während des dynamischen Teils der Bewegung wirklich nah an die Wand kommt, um anschließend viel Zeit für den Fußwechsel zu haben, um dann das frei gewordene Bein als Stopper gegen die Wand hämmern zu können. Wenn ein Tritt da ist, ist es natürlich gut, den Tritt zu treffen. Das macht es meistens ein bisschen leichter. Gibt es keinen Tritt oder ist der Tritt zu nah an dem Griff, den ihr fangen müsst, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, die Wand zum Stoppen zu nehmen. Danke an dieser Stelle nochmal an Christoph für die Bereitstellung des Materials und für die Videoidee. Und danke auch an die Leute, die in den letzten Wochen eine kleine Aufmerksamkeit via PayPal hinterlassen haben, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Es gibt jetzt einen Spendenlink für Grundkursbouldern. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ist das eine Möglichkeit, das zu tun. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Wünsche, Kommentare, Anregungen, sonst irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentarspalte unter das Video. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. An diesem Punkt bin ich dann mit diesem Thema durch. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Viel Spaß beim Klettern, beim Ausprobieren und natürlich wie immer maximalen Grip.